Ich bin auch sehr froh, dass der Präsident der Universität Potsdam hier ist, weil er in jüngeren Jahren ein ganz wichtiger Bereichsleiter in dem von mir geleiteten Institut war. Und natürlich passieren an den Universitäten die entscheidenden Dinge. Wir erleben nur mittlerweile, dass in der Art, wie Forschungsmittel ausgeschüttet werden, wahnsinniger Einfluss darauf genommen wird, was man noch forschen darf und welche Ergebnisse man noch haben darf. Das ist vollkommen absurd. Wir haben unsere Stellung in der Welt wegen unserer tollen Forschung und unserer tollen Innovation, das wurde hier immer wieder gesagt. Und die große Krise der Welt vor 300 Jahren, es war eine Krise wie heute im energetischen Bereich, weil der wesentliche Energieträger war Holz und Holz war nicht mehr genügend verfügbar. Da wurde auch moralisiert wie heute. So mit dem Argument, ja, man darf eben nicht mehr Holz benutzen, als nachwächst. Ja. Das sind alles fromme Wünsche. Wenn man einen Seekrieg führt und braucht Kriegsschiffe, da kann man ja nicht sagen, liebe Freunde, jetzt warten wir mal ein Jahr mit unserem Seekrieg. Erst pflanzen wir mal die Eichen, in 100 Jahren haben wir dann die Eichen, dann bauen wir uns die nächsten Schiffe und dann führen wir unseren Krieg weiter. So geht das Leben ja nicht. Die Menschheit hat es geschafft mit der Dampfmaschine, mit einer unglaublich wunderbaren Innovation, eine Situation herbeizuführen, bei der sich in 300 Jahren die Anzahl der Menschen verzehnfacht hat und der Wohlstand verhundertfacht. Und ich finde niemanden, der lieber vor 300 Jahren gelebt hätte. Und was wir immer rumjammern und das Klima und der Feinstaub und doch. Ja, ich meine, ich habe ja die Nachkriegszeit erlebt, da war es wirklich dunkel über der Ruhr. Und da sind zum Beispiel meine Eltern groß geworden, meine Mutter ist jetzt 93. Ich kenne x Leute, die Zeiten überlebt haben, wo die Luftbelastung Faktor 20 höher war als heute. Und heute müssen wir uns dauernd anhören, keine Pelletheizung ist zwar nachhaltig, aber um Gottes Willen, die Luftbelastung. Ja, das ist wie die Leute, die keine 100 Meter mehr gehen können, ohne sich eine Wasserflasche mitzunehmen. Ja, und überall haben wir Taxonomien und Regulierungen und müssen reporten. Und dann wird zertifiziert und ich sage immer, was wir im Moment machen, wir fahren gegen die Wand, aber zertifiziert. Ja?